Ja, meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt gerade erst rauskommen konnte. Wir hatten heute Gäste in der Fraktion, deshalb war es mir vorher nicht möglich. Dennoch ist es mir ein Anliegen, auch Stellung zu beziehen zu dem Urteil, die heute vom Verfassungsgerichtshof ergangen sind. Ich schicke vorweg, wir respektieren die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in beiden Klagen, die wir dort eingereicht haben. Wir glauben, dass es sinnvoll war, diese Fragen vom Verfassungsgericht entscheiden zu lassen. Und der Verfassungsgerichtshof hat ja auch gesagt, dass die Überprüfung in der Tat sinnvoll war, dass die Klagen zugelassen waren und dass es aus unserer Sicht eben auch so ist, dass es um Spielräume geht, die einer Landesregierung eingeräumt werden oder eben nicht eingeräumt werden. Und aus unserer Sicht ging es um die Überprüfung verfassungsrechtlicher Grenzen, wo wir klar der Meinung sind, diese Grenzen sind überschritten worden. Deshalb war für uns die Klage politisch geboten. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Politisch geboten deshalb, weil die große Mehrzahl der Menschen in Nordrhein-Westfalen keinen zusätzlichen Wahltermin möchte, auch weiterhin, der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 42 Millionen Euro zusätzlich kostet. Das belegen die Umfragen. Wir haben über 50.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern bisher sammeln können, die sich eingetragen haben und sich klar positioniert haben gegen einen isolierten Wahltermin 30. August. Dennoch müssen wir jetzt akzeptieren, dass der Verfassungsgerichtshof verfassungsrechtlich sagt, dass dieser Termin derjenige ist, der auch stattfinden soll. Interessant war auch für uns, dass in der Anhörung es ja um die Frage geht, wie ist die Landesregierung eigentlich vorgegangen? Und ich möchte noch mal festhalten, dass in der Anhörung auch die Landesregierung eingestanden hat, dass der Innenminister stillos vorgegangen ist. Auch darauf möchte ich noch mal einen Blick lenken. Ich hoffe, dass das die Landesregierung zum Nachdenken bewegt, was auch weitere Entscheidungen angeht. Wir erwarten ja im Moment noch auf ein ähnliches, hoffentlich stattfindendes Konsultationsverfahren zum Termin der Landtagswahl, was bisher auch noch nicht stattgefunden hat. Es ist bedauerlich, dass die Verfassungsrichter dem Gesetzgeber bei der Abschaffung der Stichwahl einen sehr weiten Ermessensspielraum eingeräumt haben. Wir halten an unserer Auffassung fest als SPD in Nordrhein-Westfalen, dass es eine große demokratische Legitimation braucht für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und Landräte, dass diese demokratische Legitimation auch dieses Amt stärken würde. Die SPD hat sich deshalb mit Bündnis 90 den Grünen darauf geeinigt, dass wir gemeinsam nach der Landtagswahl 2010 die Stichwahl grundsätzlich wieder einführen werden. Wir akzeptieren das Urteil, aber wir werden politisch dann, wenn andere Mehrheiten in diesem Land wieder vorherrschen, diese Regelung rückgängig machen. Vielen Dank.